Ich will in diesem Video mal einen Vergleich ziehen, wie ich mein Biotop-Aquarium anders eingerichtet hätte, wenn ich nicht die Auflagen des Biotops gehabt hätte. Wenn ich also einfach nur gesagt hätte, hey, ich möchte hier ein 100p einrichten, wo wären die Unterschiede gewesen? Ich hoffe, dass ich mit diesem Video so ein bisschen verdeutlichen kann, was die konkreten Unterschiede zwischen einem einfachen Aquascape, einfach in Anführungszeichen, sind und einem klassischen Biotop-Aquarium. Ich habe natürlich auch bereits versucht, einige Elemente aus dem Aquascaping in meine Biotopgestaltung einfließen zu lassen. Trotzdem gibt es natürlich durch das Biotop bestimmte Einschränkungen, die ich mir selbst auferlegt habe, die ich einhalten muss, wenn ich sagen können möchte, dass das ein Biotop ist und die ich natürlich nicht unbedingt hätte, wenn ich sage, ich mache einfach ein Aquascape daraus. Deshalb lass uns mal Stück für Stück durchgehen, was ich ändern würde, wenn ich dieses Aquarium jetzt vom Biotop hin zum Aquascape umbauen wollen würde. Der erste Punkt ist natürlich die Technik, wobei ich sagen muss, bei der Technik würde ich gar nicht so viel ändern. Das sind eigentlich nur zwei Dinge, wo ich denke, dass man da was ändern könnte und vielleicht auch sollte. Einerseits ist das der pH-Controller, den ich nämlich für ein klassisches Aquascape normalerweise nicht einsetzen würde. Denn eigentlich ist mir in meinem Aquascape egal, ob mein pH-Wert um 0,1 oder 0,2 oder vielleicht auch 0,3 schwankt. Da ist es mir nicht wichtig, dass über einen pH-Controller ein maximal stabiler pH-Wert eingehalten werden kann. Stattdessen ist mir da wichtiger, dass ich im Gegensatz zum pH-Wert einen stabilen CO2-Wert habe, der in der Regel ja auch etwas höher ist als das, was in das Biotop eingeleitet wird über den pH-Controller. Das heißt, ich würde sozusagen einfach den pH-Controller aus diesem Konglomerat der CO2-Anlage rausnehmen und die CO2-Anlage halt als solche weiter betreiben, dann aber eben nur über den Dauertest und dann eingestellt auf einen CO2-Wert zwischen 20 und 30 Milligramm, den ich dann aber halt konstant in dem Aquarium halte. Das Ganze natürlich mit Nachtabschaltung, dass das also auch nur an ist, wenn mein Licht ebenfalls an ist, denn ohne Licht können die Pflanzen keine Photosynthese betreiben und brauchen dementsprechend auch kein CO2. Also macht es Sinn, das Ganze nachts abzuschalten. Dadurch habe ich natürlich gewisse CO2-Schwankungen, die ich nicht habe, wenn ich einen pH-Controller verwende. Aber wie gesagt, an dieser Stelle ist mir dann der CO2-Gehalt für das perfekte Wachstum meiner Pflanzen wichtiger als der perfekt stabile pH-Wert, den ich ja im Biotop nur benutze, um meinen Tieren eine möglichst konstante Haltungsbedingung zu gewährleisten. Punkt Nummer zwei ist die Beleuchtung. Ich bin eigentlich mit der Beleuchtung mit den Kessel A160, die ich dort drüber habe, sehr zufrieden. Vor allem durch die Bepflanzung, die ich da drin habe, die ja ohnehin nur grün ist. Wenn man jetzt den Lotus mal ausklammert, aber so richtig geil rot ist der ja auch nicht. Wenn ich jetzt aber das Ganze in ein Aquascape umwandeln würde, würde ich natürlich an der Bepflanzung einiges verändern und viel, viel mehr farbige Pflanzen einsetzen, viel mehr rote Pflanzen einsetzen. Einerseits brauche ich dann für die roten Pflanzen tatsächlich etwas mehr Lichtpower. Weil damit rote Pflanzen wirklich richtig, richtig rot werden, ist es nötig, dass sehr viel Licht über dem Aquarium ist. Das ist einfach so. Das Rot ist eine Art Sonnenschutz für die Pflanzen, das vor allem dann ausgebildet wird, wenn es den Pflanzen zu hell wird. Und zweitens ist halt die Farbwiedergabe in den Rottönen von den Kessel A160WE nicht gut, weil sie sind halt darauf optimiert, das sind ja nur weiße LEDs, sie sind darauf optimiert, im grünen und gelben Spektrum besonders stark wiederzugeben. Rot zählt da nicht sonderlich zu. Deshalb würde ich hier die Beleuchtung wechseln und zwar auf eine, die mindestens noch rot rausholen kann. Man könnte bei diesem Schimmereffekt bleiben mit zwei Spot-LEDs, indem man umbaut, beispielsweise auf eine Kessel A360X, die ja noch zusätzliche rote LEDs mit drin hat und die dann über den Wi-Fi-Controller auch im Rotspektrum eingestellt werden könnten. Oder aber, was ich eher bevorzugen würde, auf zwei Aqua Illumination Prime HD Freshwater, die ja komplett im RGB-Spektrum einstellbar sind, womit man also auch eine richtig geile Rotwiedergabe hinbekommt. Das wäre die Option, wenn man auf den beiden Spot-LEDs bleiben wollen würde. Die andere Option wäre dann einfach eine klassische RGB-Flächenleuchte und da gäbe es diverse Varianten, die man über so ein Becken fahren könnte. Die absolute High-End-Variante wäre sicherlich mit zweimal Solar RGB, also zweimal ADA Solar RGB. Für eine ist das Becken einfach zu lang, das müssten schon zwei sein, das ist dann aber auch natürlich krass preisintensiv, dann liegen wir halt bei 1600 Euro für die beiden Lampen. Eine andere günstigere Alternative wäre da beispielsweise auf die komplette Länge gezogene AquaGrow Unique FS, die natürlich auch komplett einstellbar ist in ihrem Spektrum oder aber auch eine Heroes WRGB2, die zwar nicht sonderlich stark ist, das müsste man konkret einmal ausprobieren, wo aber eventuell eine Variante wäre, dann zwei einzusetzen. Wobei dann, wenn ich drüber nachdenke, ist die bessere Variante eigentlich dort zweimal eine Heroes Vivid 2 einzusetzen, die nämlich ja deutlich günstiger ist als die ADA Solar RGB. Mit zwei Vivid 2s wären wir bei ziemlich genau 1000 Euro für die Beleuchtung, was dann so ziemlich genau der gleiche Preis ist, wie der, den jetzt auch die aktuelle Beleuchtung kosten würde von Kessel mit den Lampen und den Halterungen und der Steuerung dazu. Hab da
dann aber eben die volle Einstellbarkeit im RGB-Spektrum. Das stelle ich mir jetzt spontan eigentlich als sinnvollste Lösung vor, hier mit zweimal Nashi Heroes Vivid 2 zu agieren. Technisch war es das aber eigentlich. Der Filter ist wunderbar für das Becken geeignet und auch einen Thermofilter kann man natürlich im Aquascape auch weiterhin benutzen, weil irgendeine Art hier wird ja weiterhin drin bleiben und das ist dann auch der Übergang. Wir gucken uns mal den Besatz an. Den habe ich ja ehrlich gesagt schon sehr lieb gewonnen mittlerweile, also die Hyphus Obrycum melanosticus und die L134, die da drin sind. Wenn das Ganze jetzt in ein Aquascape umgebaut werden würde, wo auch dann beispielsweise andere Pflanzen eingesetzt werden in Form von Bodendeckern, dann wären halt die Welse nicht mehr wirklich gut geeignet, weil die natürlich einfach durch ihr Verhalten bei Bodendeckern in der Regel nicht ganz so einfach sind. Das sind tatsächlich Welse, die L134, die Picoltia compta, die eigentlich Pflanzen so gut wie nicht anfressen, aber A kann man es nicht ausschließen und B sind es halt trotzdem Bodenbewohner oder Fische, die halt viel über den Boden schlingern, mit ihren Flossen schlagen und halt den ganzen Sand aufwirbeln und so. Also das ist halt generell für ein Aquascape halte ich Saugwelse für schwierig und deshalb würde ich tatsächlich die L134 abgeben, wenn ich aus diesem Becken ein Aquascape machen würde. Die Hyphus Obrycum melanosticus würde ich drin lassen, die gefallen mir gut, das ist ein schönes Verhalten und die passen auch von der Größe her gut in das Becken rein. Die könnten also bleiben. Dazu würden dann aber natürlich eine ganze Menge Garnelen kommen. Und zuallererst natürlich erstmal eine Menge Amano-Garnelen, weil auf der Beckengröße kann man einiges an Amano-Garnelen halten. 20 Tiere würden da locker reinkommen und das wäre dann auch so die Hauptalgenvernichtungskette, die dort drin steht, weil die würden natürlich schon einiges an Aufwüchsen direkt von vornherein vernichten, was das ganze Becken natürlich nochmal sauberer wirken lässt. Jetzt ist es ja so, das Becken läuft relativ algenfrei tatsächlich, auch ohne die Algenfresser da drin und ohne beispielsweise eine zusätzliche Düngung, um die Nährstoffhaushalte exakt anzupassen. Das geht schon, aber es ist nicht so sauber, wie ich es gerne für ein Aquascape haben wollen würde. Hier und da sind Pinselalgen vertreten, hier und da sind auch Grünalgenbeläge und gegen das alles könnte man natürlich ein bisschen besser agieren, wenn man das Ganze wirklich als Aquascape betreibt und nicht als Biotop-Aquarium. Und die Garnelen wären halt eine Hilfe dazu, gerade für die Grünalgen. Neben den Garnelen würde ich auch Schnecken reinhauen und zwar eine ganze Menge Geweihschnecken oder aber eventuell, weil das Becken von der Größe her passt, Stahlhelmschnecken, die einfach deutlich größer sind und damit noch mal ein bisschen effektiver im Abweiden von Oberflächen, gerade was auch etwas härtere Grünalgenbeläge angeht, da kommen die eigentlich ganz gut mit klar. Da ist es dann immer so ein bisschen die Frage, wie filigran ist das Hardscape und würde die Schnecke irgendwo stecken bleiben, weil die wird halt mit ihren bis zu 4 cm schon noch mal deutlich größer als die Geweihschnecken, die ich sonst eigentlich immer bevorzuge. Ich mag die Geweihschnecken einfach, weil sie hübsch aussehen, weil sie trotzdem effektive Algenfresser sind und auch für Nano-Aquarien gut geeignet sind. Bei so einer Größe, wie gesagt, könnten es aber auch durchaus Stahlhelmschnecken sein. Ja, und dann die Bepflanzung selbst. Also ich bin ja mit dem Hardscape-Layout bin ich sehr, sehr zufrieden und ich denke, das kann man auch als Aquascape so stehen lassen. Was natürlich nicht passt, ist der Bodengrund. Der müsste getauscht werden, weil Sand als Bodengrund für ein Aquascape, das würde ich in dieser Form nicht lassen. Der Boden würde also rauskommen und stattdessen würde ich das Ganze vor allem erstmal nach hinten aufschütten, was ich ja jetzt auch nicht gemacht habe für das Biotop. Es würde also, wenn wir uns jetzt nur das Hardscape vorstellen, würde hinter das Hardscape erstmal eine Schicht Lavamulch kommen, Volcano Mineral, ADA Power sowas in der Richtung. Darüber würde dann eine Schicht Soil kommen. Vorne würde Powder Soil hinkommen. Da will ich eh nur eine ganz dünne Schicht haben und da muss ich auch nichts unterbauen. Dann nehme ich einfach sofort das Powder Soil. Hinten kommt normales Soil oben drauf und vielleicht ein bisschen Powder Soil darüber, weil es das Pflanzen vereinfacht. Muss aber auch nicht sein. Auf jeden Fall würde der Bodengrund halt auf Soil umgestellt werden und nach hinten deutlich aufgeschüttet werden. Denn durch die Aufschüttung haben wir einfach eine stärkere Tiefenwirkung und haben die Möglichkeit, hinten kleinere Pflanzen einzusetzen, als man es vielleicht müsste im klassischen Sinne einer Hintergrundpflanze, was das ganze Layout einfach ein bisschen differenzierter macht und ein bisschen stärker auf die Tiefenwirkung fokussiert. Das sieht einfach besser aus. Das ist einer der Haupttipps, die ich dir geben kann, wenn du willst, dass dein Aquarium schöner aussieht, interessanter aussieht und mehr nach Aquascape aussieht. Mach eine Bodengrundaufschüttung von vorne nach hinten. Sieh zu, dass dein Bodengrund hinten deutlich höher ist als vorne. Ein Sandweg macht trotzdem Sinn bei diesem Layout, weil in der Mitte natürlich schon wie so eine Art kleiner Canyon entstanden ist. Das heißt, da könnte man weiterhin Sand lassen als dekorativen Sand und als ja, kleinen Weg, den man dort dann ziehen könnte. Gerade wenn es nach hinten aufgeschüttet ist, kann man den schön nach hinten vielleicht hinter einer Wurzel auslaufen lassen, sodass er in diese Unendlichkeit reinläuft und eine tolle Tiefenwirkung erzeugt. Den dekorativen Kies, den ich eingesetzt habe, könnte man weiterverwenden. Der könnte da ebenfalls als Dekorationselemente vorne im Vordergrund auf dem Bodengrund verteilt werden, rund um die Steine verteilt werden, um dem Ganzen einfach noch ein paar mehr Details zu verpassen.
Ja, und dann zur Bepflanzung selber. Das war ja auch im Vorfeld, als das Biotop eingerichtet wurde, für mich eins der größten Probleme, weil einfach die Bepflanzung angebunden an ein Biotop einfach super eingeschränkt ist. Ich habe nicht viele Pflanzen zur Auswahl und die Pflanzen, die ich zur Auswahl habe, sind eigentlich alle relativ groß und deshalb für so ein Aquarium auch mit einem eher feineren Hardscape einfach nicht gut geeignet. Ich habe keinen einzigen Bodendecker, ich habe nur ein einziges Moos, ich habe keine einzige Aufsitzerpflanze. Und das wären Sachen, die würde ich alle sofort über den Haufen werfen und sofort ändern. Von den Pflanzen, die jetzt drin sind, würde ich eigentlich nur die Moose und die Staurogyne repens behalten. Alles andere wird wahrscheinlich rausfliegen. Die Hitanantera zosterifolia ist mir viel zu groß und viel zu grob. Die würde auf jeden Fall rausfliegen. Die Hydrozotyl leucocephala ist okay, aber auch ein bisschen sehr groß. Eventuell könnte die drin bleiben als Akzent links und rechts, wo sie so irgendwie über die Wurzeln rankt, aber auch nur in sehr, sehr schmalem Maße. Da würde ich eigentlich eine Hydrozotyl tripatita bevorzugen, weil sie kleiner ist und deshalb ein bisschen detaillierter und feiner aussieht. Und auch die Myriophyllum ist mir viel zu groß für so ein Aquarium. Die würde auch rausfliegen, sodass am Ende wirklich nur dann ja das Moos übrig bleibt und die Staurogyne repens. Der Lotus würde auch im Hintergrund komplett rausfliegen. Ich finde allerdings den einen Lotus, den ich so in die Mitte gepflanzt habe, tatsächlich sehr dekorativ. Den könnte ich mir vorstellen, dort zu behalten. Das kommt so ein bisschen darauf an, wie das Hardscape dann verändert ist, wenn der Bodengrund sich verändert. Es kann nämlich sein, dass er an dieser Stelle dann einfach doch zu groß ist. Erstmal würde ich aber sagen, der könnte bleiben. Es könnte ganz gut aussehen von der Dekoration her. Für den Hintergrund stelle ich mir tatsächlich in der Mitte einen Busch roter Pflanzen vor, die in der Mitte wie so eine aufgehende Sonne aufragen. Das könnte man auch wieder so ein bisschen differenzieren von der Farbe her, so wie ich das damals schon in meinem 120F gemacht habe, dass man beispielsweise in die Mitte Rotalahara pflanzt, dass sie wirklich wieder so krass dunkelblutrot wird, nach außen in die Mitte Rotala Orange Juice, die also diesen Rotübergang ins Gelbe ausfaden lässt und dann links und rechts hinter die Wurzeln eher Rotala Green, wobei ich mir auch da gut vorstellen kann, einfach eine längere grasartige Pflanze zu nehmen. Beispielsweise sowas wie eine Vallisneria nana. Kann ich mir da sehr, sehr gut vorstellen, die einfach hochwächst bis oben an die Wasseroberfläche der Wurzeln und dann sich in der Strömung so ein bisschen mitwiegt. Ich glaube, das wäre vielleicht die bessere Option dafür. Und dann bieten natürlich die Wurzeln selber einfach massiv Spielraum für Aufsitzerpflanzen. Da würden diverse Buscephalandren reinkommen. Da würde auf jeden Fall auch Hygrophila pinnatifida reinkommen. Gerade die Pinnatifida, wenn man sich ein bisschen Mühe mit ihr gibt, kann man die ja durchaus klein halten. Und wenn die nämlich so als Kamm auf einer der Wurzeln entlang wächst und immer klein gehalten wird, sieht das, glaube ich, einfach megamäßig aus. Außerdem, dadurch, dass die Wurzeln ja oben aus dem Wasser rausragen, könnte man die Pinnatifida auch dann oben an der Wasseroberfläche rauswachsen lassen und dann auch blühen lassen, was auch nochmal ein toller zusätzlicher Eyecatcher wäre. Und dann natürlich vorne für den Vordergrund Bodendecker. Ich glaube, dadurch, dass die Wurzeln relativ grob sind und auch die Steine relativ grob sind, würde dort am besten sowas in Richtung Liliaopsis brasiliensis aussehen. Also eine etwas gröbere, grasartige Pflanze. So ein bisschen, wie ich es ja auch schon hier in meinem 60p gemacht habe, die könnte man dann noch durchziehen mit Marsilea hirsuta, auch sehr dekorativ, sieht in Kombination sehr gut aus. Oder aber man durchzieht die mit einer Litorella uniflora, um einfach noch eine etwas andere Form und Struktur dieser grasartigen Stängel zu bekommen, weil die Litorella ist sehr rund und eher steif. Und die Liliaopsis brasiliensis ist halt wirklich wie so eine Art Grashalm. Also flach und platt und so ein bisschen wabbeliger. Das in Kombination ist auch eine coole Sache. Das wären auf jeden Fall so die Maßnahmen, die ich zuallererst ergreifen würde, wenn ich so ein Becken halt nicht an eine bestimmte Begrenzung gebunden hätte, wie es jetzt mit dem Biotop passiert ist. Das Ganze ist jetzt natürlich nur ein theoretisches Konstrukt, denn ich möchte das Biotop weiterhin als Biotop betreiben. Habe also keine Angst, dass ich jetzt auf einmal anfange, das komplett wieder umzubauen und dann ist das Biotop weg und ich mache einfach ein normales Aquascape daraus. Darum ging es mir gar nicht, sondern ich möchte mit diesem Video einfach mal darstellen, wo die Unterschiede liegen zwischen diesen beiden Formen, ein Aquarium zu gestalten und welche Beschränkungen man durch ein Biotop sich durchaus selbst auferlegt. Das kann natürlich auch besonders kreativ wirken, weil so ein Becken, wie es da jetzt steht, hätte ich halt unter normalen Umständen für mich selber nie gemacht. Hätte ich nie gebaut sowas und wäre ich nie auf die Idee gekommen, diese Pflanzen überhaupt zu benutzen, vor allem nicht in dieser Kombination. Von daher ist es auch sehr, sehr interessant, sowas mal gemacht zu haben, um einen neuen Blick auf Pflanzen und einen neuen Blick auf eben klassische Biotope zu bekommen, weil ich glaube, dass das auch hilfreich ist, um später für ein Aquascape eine Pflanzenauswahl zu gestalten oder generell sich an natürlichen Vorgaben zu gestalten. Es ist immer gut, mehr zu wissen und seinen Horizont zu erweitern und auch mal in Bereiche reinzuschauen, die man vielleicht vorher nicht kannte oder
hat, für die man sich vorher nicht interessiert hat. Dennoch zeigt es, dass ein Biotop halt sehr einschränkend ist und ein Aquascape, wo man wirklich alle Freiheiten hat, natürlich auch, was das künstlerische Ausleben, was das gestalterische Ausleben angeht, sehr, sehr, sehr viel freier ist und viel mehr Möglichkeiten bietet. Wie siehst du das denn eigentlich? Was ist denn dein Lieblingsaquarium? Bist du eher der Biotop-Typ oder bist du eher der Aquascaping-Typ? Und hast du vielleicht beide schon mal ausprobiert und für dich da einen Favoriten rausgefunden? Schreib mir das gerne mal in die Kommentare. Ich bin sehr interessiert daran, wie ihr dieses Thema verfolgt und wie ihr ein Aquarium gestaltet. Was ist euer Hauptaugenmerk dabei? Und lasst ihr euch von bestimmten Vorgaben einschränken? Oder versucht ihr lieber, möglichst gar keine Einschränkung zu haben und wirklich aus den Vollen zu schöpfen, um halt alles so gestalten zu können, wie ihr euch das vorstellt? Vorstellt.